Bewegung hält uns gesund. Ob du stehst oder gehst, deine stabile Basis sind dabei immer die Füße. Hüte sie wie einen kostbaren Schatz. Denn jahrelang erhöhte Blutzuckerwerte führen häufig zum diabetischen Fuß. Durch kleinste Verletzungen entstehen dann schlecht heilende Wunden an den Füßen. Besonders gefährdet sind Menschen mit langjährigem Diabetes, die kaum Schmerzen empfinden und eine gestörte Durchblutung haben. Wenn der Blutzucker über viele Jahre zu hoch ist, schädigt das die Nervenfasern. Zum Beispiel diejenigen, die Sinnempfindungen aus dem Körper an das Hirn weiterleiten. Berührungen, Hitze oder Schmerzen werden dann kaum oder gar nicht mehr gespürt. Die Füße fühlen sich taub an, als ob man auf Watte ginge. Aber auch Missempfindungen wie Ameisenkribbeln oder Brennen können auftreten, vor allem nachts. Menschen mit gestörtem Schmerzempfinden spüren nicht mehr, wenn etwas im Schuh drückt oder sie in etwas hineintreten. Weil auch oft die Nerven für die Schweißregulation geschädigt sind, wird die Haut rissig und leicht verwundbar. Bereits durch kleinste Verletzungen oder Druckstellen entstehen schnell tiefe Wunden, besonders an Zehen, Ballen oder Fersen. Fehlt der Schmerz als Warnsignal, merkst du davon aber gar nichts. Anstatt den Fuß zu schonen, belastest du ihn dann immer weiter, sodass sich die Wunden zu Geschwüren ausdehnen und infizieren können. Besonders schlecht heilen solche Geschwüre, wenn die Füße zudem schlecht durchblutet sind. Das ist bei dauerhaft hohem Blutzucker oft der Fall, weil die Gefäße dabei verengen. In den Füßen kommt dann nicht mehr ausreichend Blut an, um die Wunden mit Sauerstoff und Energie zu versorgen. Schwielen sind Zeichen einer erhöhten Druckbelastung. Leider werden Druckstellen und kleine Wunden häufig zu spät entdeckt oder nicht so ernst genommen. Beim diabetischen Fuß neigen sie aber dazu, sich zum Geschwür zu entwickeln und auf Sehnen und Knochen auszudehnen. Im Extremfall kann zum Beispiel eine Zehe absterben und die Amputation drohen. Oder das Fußgewölbe bricht ein und der Fuß verformt sich dauerhaft. So weit muss es aber nicht kommen, wenn du gut auf deine Füße aufpasst. Lass daher beide Füße mindestens einmal im Jahr ärztlich untersuchen, bei Risikofaktoren sogar häufiger. Gehe auch dann immer zum Arzt, wenn eine Wunde nicht schnell besser wird. Schütze deine Füße vor Verletzungen. Wunden entstehen am häufigsten durch ungeeignete Schuhe. Laufe auch nicht barfuß oder in Strümpfen, sondern in Bequemschuhen mit guter Druckentlastung. Die Schutzfunktion deiner Schmerznerven übernehmen jetzt deine Augen. Untersuche deine Füße täglich auf Verletzungen, Entzündungen und Druckstellen. Pflege deine Füße liebevoll, indem du sie jeden Tag mit lauwarmem Wasser wäschst, gut abtrocknest und mit einer harnstoffhaltigen Creme schützt. Statt der Nagelschere nimmst du besser eine Feile. Verzichte auf Alkohol und Rauchen. Und natürlich, hab stets deinen Blutzucker im Griff. Unterstützung findest du in der Selbsthilfe.